Ich suche meine Leiter, die ordnungsgemäß an ihren beiden Nägeln da hing, wo sie hingehört. Aber anscheinend hat die wieder einer gemopst und nicht wieder hingestellt. Und ich vermute mal meine Ehefrau. Ja, aber die Halle ist schon ziemlich weit wieder dicht. Eigentlich fehlt nur noch oben der Rest vom Lichtfürst. Ja, hast du meine Leiter benutzt? Aus der Werkstatt? Für dein Gebamsel da aufhängen von der Weihnachtsfeier? Sicher? Ja, gut, danke, tschüss. Sie hat sie natürlich angeblich nicht. Ja, auf jeden Fall, genau, also die Leute hier wollen heute fertig werden. Top-Firma. Und dann ist es zumindest erstmal wieder regendicht. Wir wollen das Schild heute noch abbauen von der Hofmolkerei, das alte. Also über der Molkerei, das will sie abhaben. Und dann machen wir das mal. Haben wir alles? Müssen wir nur noch die Leiter finden. So, das ist nicht die Leiter, die ich gesucht habe, aber immerhin eine Leiter, ne? Das ist auch schon mal was. Brauchst du Hilfe? Hä? Brauchst du Hilfe? Natürlich nicht. Wie bitte? Natürlich nicht. Naja, wir haben uns jetzt ja, fast vor einem Jahr genau, nicht ganz, haben wir ja vor Heiligabend ja beschlossen, dass wir mit der Milch aufhören. Ja, was soll's da noch hängen, ne? Gibt es ja nicht mehr. Ja, ob es die richtige oder richtige falsche Entscheidung, das weiß man natürlich immer erst hinterher. Aus jetziger, heutiger Sicht war es auf jeden Fall die richtige Entscheidung. Man weiß natürlich auch nicht, was gekommen wäre, hätte man weitergemacht. Aber es wäre definitiv nicht einfacher geworden und auch nicht schöner. Ich hätte es trotzdem hängen gelassen. Wozu denn, Schatz? Denkmal. Welches Denkmal? Das als Denkmal? Bismarck steht auch in Hamburg als Denkmal. Ja, also, Schatz. Warum kann man sowas nicht als Denkmal hängen lassen? Privat ist natürlich sehr, sehr viel los, weil gerade um Weihnachten und Silvester rum dreht sie ja immer komplett durch. Da muss das Haus geputzt und gewienert werden und dann müssen wir dahin fahren und dann kommt der hierher und dann müssen wir da essen und hier Kaffee trinken und hier das und hier das. Du bist ja Frühstück hier. Also das ist kompletter Wahnsinn. Und na, man muss dazu aber auch sagen, bei uns ist so, beide Familien sind halt entzweit. Entzweit. Genau. Und es sind einfach zwei völlig bekloppte, weit also auseinanderlebende Familien. Fertig. Ja, aber trotzdem ist das so. Ne? Man hat ja dadurch, dass beide Elternteile geschieden sind, sozusagen vier Parts abzudecken. Ne? So, es ist dann, es und der ist halt eine so. Teil wohnt hinter der Elbe und der andere vor der Elbe. Das ist noch viel schlimmer. Ja, es ist schon ein bisschen zerreißend. Ne? Was steht jetzt an? Kuhstall. Ja, ich habe die Lichterkette noch nicht gefunden. Sehr gut. Ein Problem weniger. Wir müssen heute den Stall ein wenig, ich nenne es einfach mal liebevoll, schmücken, weil ich morgen meine letzte Veranstaltung habe für dieses Jahr, und zwar Weihnachtsstimmung im Stall. Aber wir müssen vorher erstmal alles abbauen, weil ich hatte vor kurzem eine private Ladies Night hier, also eine Weihnachtsfeier, nur unter Frauen. Und deswegen steht das noch so ein bisschen noch so rum. Ja. Und da müssen wir erstmal alles erstmal ein bisschen wieder auseinanderfriemeln hier. So. Ich verstehe auch nicht, wie Leute an Weihnachten oder allgemein im Dezember ihre Stromrechnung exponentiell sowas von gewollt nach oben treiben können. Das verstehe ich nicht.
So, wir haben alle verstanden, also Weihnachten, Geburtstage, nee, weißt du, sonst das ganze Jahr über, wenn Silvester, einer das Zimmer verlässt, Ostern, ey, mach Licht aus, mach Licht aus. Valentinstag, Urlaub, alles kacke findest. Und jetzt? Nee, lass doch den schönen Stern an. Aber wir gehen doch jetzt schlafen. Nein, lass den schönen Stern in der Küche an. Dann kann ihn gar keiner sehen. Lass ihn bitte leuchten. Es gibt ein schönes Licht einfach. Hey, mein Schatz, einmal jetzt hier weg. So. Guck mal, ich habe übrigens ein Küsschen gefunden. Ich weiß nicht, wie alt er ist. Für dich. Guten Freunden gibt man ein Küsschen. Und deinem Ehemann gibst du ein abgelaufenes Küsschen, oder? Nee, ich glaube, so abgelaufen ist ganz der gar toll. Nicht. Jetzt weiß ich, wo ich stehe. Ich hatte die Jacke schon mal an dieses Jahr. So, also ich muss jetzt hier die Strohballen, die wir noch von so einer Weihnachtsfeier aufgebaut hatten, einmal praktisch ein bisschen ummodeln, dass das nach Jennys Vorstellung aufgebaut ist für ihre Veranstaltung mit Kindern. Und dafür müssen jetzt einige Strohballen einmal kurz raus und dann verschieben wir die anderen Duplo-Steine da und stellen das so hin, wie Jenny das haben möchte. Nee? Ja? Könntest du deinen Körper mal da wegbewegen eben, bitte? Wohin denn? Hä? Wohin denn? Ja, woanders, nicht da. Was ist das? Weißt du, sieht verdächtig aus, als würdest du von einer Biertagein zukommst, San Ole. Und wieso brichst du das ab? Was? Du mich auch, San Ole. Ja, was denn? Ja, nee, ernsthaft. Ja, wo kommt denn das her? Ja. Ja, was? Ich hab das noch nicht entdeckt. Ich nehme an, eins von den anderen Dingern da. Aha. Ja. Ja, Mensch, was hab, bitte, was die sind nicht mal ein Jahr alt. Die sehen aus, als wären sie schon 50 Jahre alt. Naja, du hast sie gebraucht gekauft. Ja, aber glaub mir, die sahen tippitopp aus. Die können trotzdem 50 Jahre alt gewesen sein. Die waren noch aus der DDR. Nee, ganz ehrlich, wir müssen echt Stahlgarnituren kaufen. Stahlbetonbänke, so. Ja, wollte ich schon immer. Ja. War ich von Anfang an für. Ja, natürlich, San Ole. Die, keine Ahnung, wo das jetzt herkommt. Ja. Yes. Und wieso werde ich dafür jetzt wieder beschuldigt? Also ich liebe ja Weihnachten, das habt ihr ja wahrscheinlich schon festgestellt. Ich mag das ja gerne. Ich liebe Lichterketten. Ich mag kein buntes Licht tatsächlich. Also andere haben so einen Hang dazu zu übertreiben, das finde ich immer schön mit dem Bunt. Und andere haben einfach so einen bunten Stil, den finde ich eigentlich ganz schick, aber meins ist es nicht. Auf der einen Seite meckere ich natürlich viel darüber, aber einfach, weil ich diese damit verbundenen Arbeiten einfach hasse. Aber auf der anderen Seite ist es ja gut, dass was gemacht wird und dass Jenny auch was gefunden hat, wo sie Spaß dran hat und sich mit einbringen kann. Und das unterstütze ich und fördere ich natürlich auch. Aber ich bin damit Vorsicht zu genießen, sag ich mal so. Der Moment der Ruhe an Silvester und Weihnachten ist, wenn die Kinder im Bett sind und Jenny und ich uns am Kamin irgendwas Hochprozentiges reinschrauben. Dann ist Ruhe und Besinnlichkeit. Das finde ich dann auch gut, aber dieses ganz andere Drumherum da immer, das muss nicht sein. Wann ist bei dir der Moment der Ruhe oder Entspannung um Weihnachten und Silvester? An Weihnachten und Silvester gibt es keinen ruhigen Moment für Jennifer. Weil Jennifer immer komplett durchdreht an solchen Feiertagen. Was heißt denn durchdrehen für dich? Aber wann genießt du es? Weihnachten? Wenn meine Kinder die Geschenke auspacken, tatsächlich. Dann genieße ich, glaube ich, Weihnachten. Und wenn wir essen. Naja, und es gibt, glaube ich, auch kein Weihnachten ohne ein bisschen Drama, ne? Bei deiner Familie, ja. Ja, weil meine Familie ist einfach. Die setzt sich hin, isst, labert, trinkt und fertig. Und bei ihrer Familie da das ist immer, da merkst du, Rede, das ist immer so ein Hexenkessel, der nur darauf wartet, dass irgendeine kleine Essenz dazukommt, um dann überzukochen. Naja, aber Heiligabend, glaube ich, das habe ich ein bisschen übertrieben. Heiligabend geht's, also Heiligabend sage ich schon, Weihnachten an sich geht's doch eigentlich. Nee, Schatz, du kannst nicht deine Forke hier hin tun. Nee, das denn nicht? Dafür ist der Platz da. Ja, dann nimm doch den anderen Haken hier. Nee, die sind alle belegt, wie du siehst. Ja, nee, das geht nicht.
Seht ihr, genau das meine ich. Man kann hier nicht vernünftig arbeiten, weil irgendwo überall irgendwo so ein Weihnachtsgeraffel hängt. Den machst du doch nicht jetzt an. Die Veranstaltung ist morgen. Was das an Strom kostet. Mal gucken. Ja, funktioniert. Kannst wieder ausmachen. Ist doch schön, oder? Ihr Lieben, wir hoffen, ihr habt schöne Feiertage. Genießt die Zeit mit Familie und Freunden. Wünschen euch einen guten Rutsch und ganz tolle Vorsätze fürs nächste Jahr. Und abonnieren, kommentieren und liken nicht vergessen. Ich kriege jetzt noch einen Zitronentee mit Ingwer und Honig. Nur mit Schuss.